So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Last Guardian. Im letzten Part hat uns Trico aufgefressen und wieder ausgekotzt oder so. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Aber ja, jetzt schläft er hier so rum und wir können jetzt vielleicht auf ihn draufspringen oder so, bis er wieder aufwacht. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich bin Profi im große, komische Tiere aufwecken. So, hier. Spring! Spring! Adisa Kyasnazi, Oirata, Idirotti, Akianohizi, Irakazi, Atrikono. Acht hatte ich das. Gut, dann entschließe ich mich mal dazu. Kann ich da runter? Das ist die Frage. Das ist ziemlich riskant, aber es könnte klappen. Es könnte klappen. Stimmt, da unten müsste auch noch ein Weg sein. Das habe ich ja von da hinten aus schon gesehen. Ja, tatsächlich. Boah, ich bin so ein Genie. Es hätte jetzt aber auch echt ohne Hinweis, glaube ich, lange gebraucht. Ich wäre wahrscheinlich noch irgendwie 10 Minuten auf ihn rum drauf rumgesprungen und dann, ja, keine Ahnung, ich den Rest noch des Gebiets abgesucht, aber nicht den Schwanz. Ja, Mann, Alter. Ich habe gerade ein bisschen Angst, hier abzuspringen. Ja, in die Richtung bitte. Und nein, Alter. Mach, was ich dir sage. Ja, geh dahin. Okay, gut. Sieht schon schmerzhaft aus, wie du überall landest mit deinen, ja, Füßen, die keine Kleidung an sich tragen, tut und tun. Geht's hier rein? Ja. Tatsache. Und wieder mal durch irgendeinen total engen Gang kriechen. Wundervoll. Ach, ich hasse sowas. Na dann, mal sehen, wo wir hier landen. So wie es aussieht, könnte es ungefähr 10 Minuten dauern, bis wir irgendwo ankommen. Oh ja. Aber dafür ist dann da bestimmt irgendwas Tolles? Fragezeichen. Akarietizi, Oisonichi, Ai Oroi. Oh, nosy, a wheezy. Okay, ich glaube, damit wäre so langsam meine Frage geklärt, ob es Gegner im Spiel gibt. Außer jetzt Trico, der mich letzte Folge gefressen hat, aber anscheinend sind das Gegner oder sind einfach nur gruselige Rüstungen. Das kann auch sein, aber könnten schon Gegner sein. Wir werden es ja gleich herausfinden, wahrscheinlich. Eine krasse Abzweigung. Ich gehe natürlich links rum, weil weiß ich auch nicht warum. Ich habe keine Begründung. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Wir gehen natürlich rechts lang, weil wir vorher links gegangen sind und okay, da geht's gar nicht weiter. Gut, dann gehen wir links weiter. Genau. Ich bin Profi in Wege finden, die irgendwo hinführen. Vielleicht, möglicherweise oder auch nicht, je nachdem. Wenn ich richtig liege, müsste ich in einem kleinen Wasserbecken so am Rand von dem Raum, wo Trico rumliegt, rauskommen. Denn das habe ich schon mal von außen gesehen. Richtig. Ich bin voll der Profi im Orte wissen tun. Okay, was soll ich jetzt hier? Hier ist ein Schalter. Ah, okay, cool. Dann machen wir den mal aktivieren. Tun. Ich kann nicht reden, ihr wisst das ja. So, damit sollte ich das Tor wahrscheinlich öffnen können. Richtig. Schön. Und dann gehe ich mal direkt hier runter, würde ich sagen, oder? Ja, komm, spring da runter. Lass dich fallen. Und jetzt werden wir bald herausfinden, ob das hier Gegner sind. Seid Gegner, ihr lauft! Oh mein Gott, ich laufe! Okay. Okay. Das war doch etwas unerwartet, dass sie plötzlich so schnell anfangen zu laufen. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Cooles von wegen, ja, das sind Gegner. Hier eine kleine Videosequenz dafür, wie das hier Gegner sind. Ich meine, ich habe sie schon vorher in der Videosequenz kurz gesehen, aber, oh mein Gott, ich will nicht sterben. Was soll ich tun? Bin ich jetzt tot? Ich glaube schon irgendwie. Kann nichts machen. Kann ich mich schütteln? Schüttel dich. Komm, ich drehe dich, deinen Kopf im Kreis. Macht das Spaß? Wohin bringt ihr mich? Bringt ihr mich zu Trico? Das wäre gut. Vielleicht hilft er mir dann. Weiß ich nicht. Wäre nett. Kann sein, dass ich jetzt gefangen werden musste, weil ich habe auch keinen wirklichen Weiterweg da gerade gesehen. Aber ja, die bringen mich echt zu Trico. Also der Typ hier. Das Bild wird dunkler, oder? Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Okay, Trico. Komm, wach auf. Ja, hilf mir. Dann kannst du es wieder gut machen, dass du mich immer gegen die Wände trittst und aufisst und sonst was. Was passiert? Hat er Angst? Anscheinend. Okay, Trico. Ja, mach die fertig. Denn ich kann nichts außer zugucken.
Okay. Krasser Shit. Da hinten. Glaube ich. Ich sehe halt nichts, aber da passiert bestimmt irgendwas Spannendes. Die Leute sterben alle. Yeah. Trico, du bist der Beste. Ich bin so stolz auf dich. Du hast so viel in deinem Leben erreicht. So viel würde ich niemals erreichen, so in den nächsten 10 Jahren. Kann ich jetzt hier durch? Bitte? Ich möchte jetzt erkunden, was das so ist, ohne dass du... nicht aufgewühlt sein. Ja, vielleicht finde ich ein tolles Fass für dich, dann kannst du das essen. Ich guck mal. Das ist doch eine tolle Beruhigung, oder? So ein Fass, lecker, lecker, yam, yam. Keine Ahnung. Ich such's dir. Okay, jetzt kein Fass. Ich kann ja auch nirgendwo runter oder so, ne? Nein, das wäre mein Tod, okay. Ist hier sonst überhaupt irgendwas, was ein Grund dafür wäre, hier hinzukommen? Da geht's raus, oder? Okay. Interessant. So rein theoretisch jedenfalls. Praktisch vielleicht eher weniger. Okay, hier kommst du auch rein. Aber ich komme jetzt auf dir da hoch. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Ich möchte bitte auf dir hochklettern. Kann ich das bitte? Okay, du gehst wieder zurück. Du sollst nicht zurückgehen, Mann. Ich falle hier gleich runter, wenn du so weitermachst. Ohne Witz. Geh einfach... Puh, ist das dein Ernst? Trico, pisse mich gerade mal nicht an, okay? Please. Komm her. Ich will dich hochklettern. Ja, sei nicht so aggressiv. Sei nicht so aggressiv. Wir sind hier alle liebe Leute. Die bösen Rüstungen sind tot. Wir können jetzt hier wie normale Menschen reden, okay? Bitte. Ah, okay. Trico, ich streichel dich jetzt. Ich streichel dich jetzt. Ich streichel dich. Streichel dich auf den Kopf. Komm, streichel. Trico, streichel dich. Ich bin in dir drin, aber ich streichel dich, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Ich sehe nicht wirklich, was da gerade passiert. Hilfe! Trico, komm schon. Ich will dich doch nur streicheln. Glaube ich. Deine Augen sind so grün. Sind die grün? Ich jetzt? Ja, glaube ich. Ich will dich streicheln, Mann. Komm runter. Ich kann halt irgendwie nichts machen. Ich bin vollkommen verwirrt gerade. Er ist voll pisst. Er ist so pisst. Wie soll ich ihn denn streicheln, wenn ich nicht kann? Weil ich nicht weiß, wie es geht. Okay, komm, ich springe jetzt wieder hoch, ja? Gut. Aber er ist voll aggressiv. Sogar auf mich. Ich hab doch gar nichts getan. Mann, ist gemein. Komm schon, lass dich streicheln. Lass dich streicheln, mein Kleiner. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich streichle dich so gut ich kann. Aber das geht nicht, wenn du so aggressiv bist. Wirst du gestreichelt? Ich glaube schon. Komm, jetzt bist du wieder ruhig, ne? Ja. Bist ein ganz feiner. Okay. Schön. Guck mal, wie ruhig du schon bist. So gefällst du mir. Fein, fein. Und jetzt gehe ich da hoch. Fuck. Ich will da hoch. Please. Nicht auf deinen Kopf. Oh Gott. Da. Gut. Schön. Ich gehe mal weiter, ne? Wir sehen uns dann später wieder. Vielleicht. Hoffe ich. Fuck. Nicht da runter springen. Sollte ich hinspringen? Okay. Schön, eine kleine Plattforming-Passage anscheinend. Ich weiß nicht, was Trico jetzt machen will, aber vielleicht kommt er auch irgendwie hinterher. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. Aber irgendwie kommt er überall hin. Ich weiß nicht warum, aber manchmal kommt er irgendwo hin, obwohl ich nicht erwarte, dass er dahin kommt. Komm, spring da rüber. Oh Gott. Trico, was machst du da hinten überhaupt? Bist du wieder aggressiv oder was geht ab? Ah, ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal weiter. Denn da muss ich anscheinend hin. Okay. Nein, nein. Ja, gut. Ich bin stolz auf dich. Du schaffst das. Nicht stolpern. Und jetzt dahin springen. Und hoch. Okay, was soll ich jetzt hier? Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Hat das jetzt irgendwas gebracht, dass ich das hier runtergezogen habe? Oder soll ich jetzt einfach doch da rausklettern? Ich bin verwirrt. As fuck. Ich gehe jetzt auch so besser weiter hier hoch. Ach, vielleicht ist es nur eine Abkürzung, damit ich jetzt immer hoch und runter kann, theoretisch. Ob ich das muss? Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall oben. Wo auch immer ich hier bin. So, spring mal weg. Super. Jetzt muss ich nur Trico irgendwie hinbekommen. Ha.
Gute Frage, wie das gehen soll. Warte mal, ist das... Ah, ja, nicht stolpern. Mann. Schön. Vielleicht kommt Trico hier irgendwie hoch jetzt. Kann ich ihn jetzt rufen? Ich meine, er ist ja Profi im Springen, also von daher, vielleicht schafft er das ja. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Komm, der kann da irgendwie hochklettern am Käfig da und dann hier hinspringen. Das ist doch kein Problem für den, glaube ich, hoffe ich. Ich sehe deinen Schwanz, komm da raus. Ja, komm. Du schaffst das, ich bin stolz auf dich. Ja, guck mich nicht so traurig an und springen. Ja, du bist verwirrt, oder? Du weißt gar nicht, was du tun sollst, glaube ich. Oder, komm, den Sprung schaffst du doch ohne Probleme, Mann. Du hast schon viel höhere Sprünge geschafft, ich weiß das. Ich hab's gesehen. Ja, komm. Ja, komm, spring. Ja, feiner Trico. Nein, 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 nicht einschützen. Okay. Schön, schön, hat mir gefallen. Hast du fein gemacht. Komm, kann ich dich jetzt streicheln? Ich streichel dich jetzt wieder. Okay, ich streichel dich doch nicht. Oh. Du scheinst dich über die offene Fläche zu freuen, glaube ich. Oder so. Sieht jedenfalls da raus. Dann spring du mal hin und her und ich gucke jetzt, wo ich lang kann, okay? Gute Idee. Finde ich auch. Okay, da hinten ist der Brunnen. Da will ich, glaube ich, nicht nochmal runter. Also ich hätte jedenfalls gerade spontan keinen Grund dafür. Aber ich habe auch sonst keine Idee, wo ich lang sollte. Also, naja. Wobei, vielleicht muss ich da wieder runter, weil sonst wäre die Kette wahrscheinlich nicht runtergegangen. Ne? Das muss ja schon irgendeinen Sinn haben, glaube ich. Weiß ich nicht. Bin kein Experte für Game Design und so. Glaube ich. Okay, was bringt mir das jetzt hier? Vielleicht muss ich da rüber springen, weil da sind auch solche komischen Zeichen. Fuck. Also Zeichen, was heißt Zeichen? Da sind so... So Teile, die so, aussehen, als könnte man sich darin festhalten halt. Und was ist das da oben? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Was ist das da oben? Ich hab erst recht keine Ahnung. Okay. Trico, hast du eine Idee? Hast du eine Idee? Du bist schlau, oder? Komm, gibst du. Du bist so schlau. Das ist unfassbar, wie schlau du bist. Trico, äußere mal deine Idee. Zur momentanen Lage von uns. Nicht so traurig gucken, sagen, wo wir hin sollen. Komm. Ich glaube an dich. Du weißt das. Du hast es ganz tief in deinem Kopf da. Irgendwo. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, so ein Scheiß aber auch. Ich hab's gleich. Ich bin dabei. Ich löse das Problem. Ich kann es nicht einfach erkennen und akzeptieren. Nein, nein, das funktioniert nicht. Ich muss es lösen. Denn erkennen und akzeptieren läuft bei mir auf Projekt abbrechen und Spielschirm löschen hinaus. Nicht so, als hätte ich das noch nie getan, aber es ist nicht die beste Lösung. Was ist das da? Ich glaube, das ist nicht die Lösung unseres Problems, aber das ist ein komisches Tier. Cool. Eine Eidechse oder so. Und die kann in der Luft... Die kann schweben. Alter, voll krass. Das ist eine magische Eidechse. Oder was auch immer das ist. Ich bin kein Tierexperte, immer noch nicht. So, ich springe jetzt durch die Gegend, weil ich gewohnt bin, dass es in Final Fantasy 15 schneller ist als gehen. Ach, wir testen jetzt aber, ob ich darüber springen kann. Nein, kann ich nicht. Trico, hilfst du mir mal? Ich will darüber springen. Vielleicht klappt das irgendwie. Ich glaube, das ist echt keine gute Idee, oder? Das ist eine grauenhafte Idee. Was denke ich denn mir denn dabei? Das geht doch nicht! Trico! Was? Wo gehst du hin? Das war nicht meine Idee, aber du bist schlau. Ich will auch da hoch. Da auch hoch. Komm. Gib mal deinen Schwanz her. Stell dann hoch, ja? Ist das eine gute Idee? Stimmt, da könnten wir echt hoch. Theoretisch, vielleicht, weiß ich nicht. Alter! Spring mir nicht ins Gesicht! Meine Fresse! Lern mal ein bisschen benehmen hier. So, und... Warum schreist du so aggressiv rum? Was hab ich denn getan? Ich streichel dich jetzt sogar ein bisschen, okay? Schön. Dann spring wieder hoch. Du bist so schlau. Also ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch versuche nachzudenken. Ah, und da können wir rüber. Okay, das ergibt natürlich Sinn, Alter. Ja, ich guck doch nicht auf solche Sachen. Nein, nein, ich bin nicht so schlau. Echt nicht. Okay, was soll ich hier? Ich will da oben hin, glaube ich, weil... Das wäre cool. Komm, mach mal deinen Kopf nach oben. Ich möchte da hin. Please. Was machst du da? Alter, nein, Alter, Junge, was tust du? Du bringst mich um. Ja, ich merke schon. Da scheint das diesem... Ja, da scheint da rauszukommen. Okay. Muss ich das schließen oder so, damit der Duft nicht mehr da ist? Weil ich glaube, Trico ist jetzt ziemlich nutzlos, solange er hier irgendwie rumschnuppert. Könnte so sein. Könnte auch anders sein, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt mal, was hier noch so ist. Aber ich glaube, hier komme ich eh nicht allzu viel weiter. Denke ich jetzt mal. Oder? Oder doch? Oh, wow. Oder auch nicht.
Nö, ist nur Deko anscheinend. Okay. Zumindest erstmal, vielleicht kommt ich ja später hier mit Trico weiter, aber obwohl. Ja, wofür ist denn dieser Gang? Der kann doch nicht komplett sinnlos sein. Glaube ich. Na, ja, vielleicht doch. Ich bin nicht so klug. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Raum mit dem komischen Gedöns da drin. Ich, ja, geh mal auf dich drauf. Ist eine tolle Idee, würde ich sagen. Und versuche jetzt hier hochzuspringen. Ja, nein. Keine gute Idee vielleicht. Aber ich will da echt hoch gerade. Das ist so ein Scheiß. Ich sehe halt auch kaum was hier wegen dem ganzen Nebel. Weil das duftet so stark, dass es schon wieder nebelig ist. Das ist doch schlimm. Ich will doch einfach nur da oben. Okay, ich brauche eine Idee. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Jetzt wechselst du, ne? Jetzt wechselst du den Gang. Während du das tust, kann ich auf dich draufklettern schnell. Alter, nicht so aggressiv, Mann. Lass mich hochklettern. Und während du dann dabei bist, da zu schnuppern, kann ich vielleicht da hochklettern. Ganz schnell. Spring da hin. Und jetzt da hoch. Nein. Mach deinen Kopf wieder nach oben. Ich will ganz kurz dahin, bitte. Nein. Nein, Trico. Ach, ich hasse dich. Aber es ist ein liebendes Hassgedöns. Na, ich liebe dich auch gleichzeitig, aber ich hasse dich auch. Weil du, na, ja, du machst deine eigene Zukunft kaputt, dadurch, dass du hier jetzt rumschnupperst. Anstatt deinen Kopf verdammt nochmal nach oben zu heben. Ich will da hoch, glaube ich. Holy shit, Mann. Okay. Ich bin komplett verwirrt. Ich muss da hoch. Ganz ehrlich, ich muss da hoch. Weil ich muss durch das Loch da oben da hinfallen, damit ich den Deckel dann hier schließen kann. Okay, wir müssen jetzt das sowieso noch mal ein Stückchen weiter nach hinten schieben. Aber nur so ein Stückchen. Wechselst du jetzt den Platz wieder? Ich weiß es nicht. War das jetzt weit genug? Ja, war es, glaube ich. Komm, weiter, weiter, schnell, 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 schnell. Schneller, Mann! Kletter schneller! Nein, 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 denk nicht so viel nach, denk viel. Oh, Mann, du bist so doof, ich mag dich nicht. Aber gleichzeitig, fick dich. Oder kann ich an den scheiß Ranken da klettern? Ich hätte von Anfang an auf das Vibe hören sollen, was mir gesagt hat, dass ich die Ranken hochklettern kann. Vielleicht. Ich hätte darauf hören sollen. Schon im ersten Part. Vom ersten Part an und so. Bla bla, Bullshit rede ich, wie immer. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Ja, danke. Absteigen. Oh ja. Gut, wir klappen jetzt den Deckel zu und sind dann glücklich, okay? Ein Muster, fick dich. Na, weiter, weiter. Schön. Es war eigentlich so logisch, aber ich denke nicht so viel nach manchmal. Stoßen. Stoß mal. Komm, stoß doch voll dagegen. Fick dich ins Knie! Okay, okay, okay. Okay, machen wir das ganz normal. Machen wir das, weil es so lustig war. Aber diesmal wissen wir, was wir tun müssen, nicht wahr? Oh ja, das wissen wir. So ein Scheiß aber auch. Komm, wieder hoch. Ich glaube an dich. Du schaffst das alles. Kletter da hin. Und jetzt nochmal hoch. Ja, feines Kind, ich bin so stolz auf dich, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Richtig, dieses Spiel nicht spielen, was soll ich denn machen, wenn ich keine Person habe, die ich spielen kann? Ach, keine Ahnung. Ich red Bullshit, ich weiß. Spring da runter, ja, und lass los. Lass dich fallen, du wirst es schon überleben, Mann. Jetzt ganz vorsichtig, okay, ganz vorsichtig. Jetzt schuss das voll da rein. Ja, grandios, ich bin so stolz auf dich, das ist unfassbar. Endlich hast du mal was erreicht in deinem Leben. Krasser Shit. Bist du zufrieden? Komm, Trico, beruhig dich, der Duft ist weg. Meine Phrase. Können wir irgendwo hin? So, bitte, please, wäre nett von dir. Glaube ich. Hallo, dein Duft ist vorbei. Jetzt beruhig dich. Alter. Hallo, da riecht nichts mehr. Ja, gut. Ich wollte es ja nur mal anmerken. Ich habe echt Mühe gegeben, okay? Jetzt lass uns bitte weitergehen. Und so wie ich dich kenne, willst du nach da oben springen. Also gehe ich jetzt einfach hier drauf. Oder ich rufe dich mal. Da kommst du dann jetzt. Ich möchte hier unbedingt hoch. Währenddessen kann ich dich auch streicheln. Also bitte, please. Wäre voll nett von dir. Ich würde dann gleich auf dich klettern, während du das machst, okay? Ich will dahin. Da. Dahin. Okay? Ja, ich kletter schon mal auf dich drauf. Damit kannst du weitergehen. Was hältst du davon? Ich meine, bis jetzt hast du immer den Weg alleine gefunden. Das wirst du auch diesmal noch schaffen, glaube ich. Und streicheln. Ich streichle deinen Kopf, okay? Jetzt komm, spring. Please. Nicht niesen. Springen. Bitte.
Ja, und auch nicht gehen, Mann. Ich will nicht, dass du einschläfst. Ich will jetzt weiterklettern. Bitte. Komm, wir sind alle müde, aber... Aber wir müssen halt manchmal einfach so Sachen schaffen, die gut sind für unser Leben. Okay, vielleicht muss ich erstmal auf den Boden fallen und sterben. Oh Gott, das sah echt ein bisschen schmerzhaft aus. Aber der kleine Junge, der schafft das ja, überlebt alles. Okay, vielleicht muss ich mich hier hinstellen und jetzt rufen, damit du verstehst, was ich will. Was hältst du davon? Das soll mehr ranken, aber ich glaube, die helfen mir so nicht. Wenn du jetzt hier hinspringst, dann bin ich tot. Aber ich spring mal in dein Gesicht, okay? Nein, tue ich nicht. Ja, nies nicht so viel und spring da hoch. Ich krall mich in deiner Wunde fest, weil ich es kann. Jetzt spring bitte weiter. Bitte. Komm, Trico, das ist voll wichtig für mich. Ich liebe dich und so, das weißt du doch, aber manchmal musst du halt auch einfach springen. Wenn ich das will. Und wohin ich das will. Und ich weiß nicht, wie ich das mitteilen kann, dass du verdammt auch springen sollst. Okay, wir schauen uns nochmal hier hin. Und rufen mehr. Nein, wir springen nicht, wir rufen. Rufen. So, geht rufen. Genau, ich hab's schon wieder vergessen. Spring. 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 Ich rufe dir so lange zu, bis du springst, okay? Komm. Ich sehe die Motivation in deinen Augen sowas von. Ich sehe es. Alter. Ich schlag dich gleich, ohne Scheiß. Auch wenn du niedlich bist, ich schlag dich trotzdem. Bitte spring. Mach, was ich sage. Oder ich sag's ja nicht. Eigentlich sag ich nur... Torika, Torika. Komm schon. Bitte. Vielleicht soll ich auch die Range hochklettern. Ich weiß doch nicht, was ich soll, ganz ehrlich gesagt. Vielleicht komme ich auch von selbst hoch. Ah, Trico. Du machst es gut, du machst es schon gut. Nur noch nicht weit gut genug tun. Komm schon, bitte mach irgendwas Sinnvolles. Schaffst du das? Komm, verdammt nochmal, ich mach schon alles, was ich kann. Oder vielleicht, geh mal runter, du Misch. Geh runter, danke. Vielleicht muss ich mich jetzt hier hinstellen und rufen. Vielleicht ist dafür dieser Weg. Damit er jetzt da hochspringt. Ja, ich bin hier. Ganz weit hinten. Ja, du siehst mich immer noch. Das ist noch nicht weit genug, oder? Ich gehe noch weiter hin. Ich gehe noch hinter die Ecke hier. Was hältst du davon? Jetzt springe ich. Jetzt rufe ich. Jetzt springst du, ne? Komm. Ey, tatsächlich. Wow. Warum komme ich nicht gleich auf solche interessanten Ideen? Okay, jetzt... siehst du mich? Na, du siehst mich. Ich könnte jetzt deinen Schwanz vielleicht hochklettern, wenn ich Glück habe. Komm, spring, spring! Spring, genau. Und jetzt spring an seinen Schwanz und dann halte ich da fest. Alter, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und jetzt klettert er hoch. Schön. Ich habe mal wieder ein Rätsel gelöst. Hat auch ganz sicher nicht jahrelang gedauert. Gefühlt. Aber hey, wir alle spielen in unserem eigenen Tempo, habe ich gehört, ne? Und so, vielleicht. Und mein Tempo ist halt sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Okay, Torico, spring da weiterhin. Please. Du weißt genau, wo du hin musst. Hoffe ich. Außer ich soll da alleine einfach hin. Kann auch sein. Obwohl ich, ja, die Sprünge sollte ich sogar selbst schaffen. Ja, okay. Gut. Danke, ich bin stolz auf dich. Eigentlich ein bisschen vielleicht. Ja, spring mir nicht ins Gesicht, Mann, das tut weh. Ich würde dich jetzt erstreicheln, aber das hast du echt nicht verdient. Für deine Sturköpfigkeit und so. Okay. Da musst du erstmal wortwörtlich um die Ecke denken, weil ich hinter eine Ecke gehen musste und so, ne? Ihr wisst schon. Okay, wo soll ich hin? Da oben. Ja, das kriege ich auch hin. Ich bin Kletterprofi. Das kriegen wir hin. Aber Trico passt da nicht rein, oder? Ich hab's gerade nicht gesehen, aber das war... wieder mal relativ eng da. Okay, wie sollen wir jetzt Trico hinter uns herbekommen? Das ist die nächste gute Frage. Aber so wie ich ihn kenne, wird er schon irgendeinen Weg finden. Und wenn nicht, dann muss ich halt einen Weg finden. Ich möchte gerne die Kamera nach außen drehen, bitte. Ich glaube, ich lasse mich aber fallen, ja. Lass dich fallen, komm. Du überlebst das schon, du bist Profi im Überleben von Fallschaden tun. Holy shit. Warum ist alles hier so hübsch in diesem Spiel? Alles.
alles. Und Trike aus dem Weg gefunden? Ah, tatsächlich. Wow. So ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen will, einfach so. Vielleicht soll ich lieber vorher auf dich draufklettern und springst alleine runter, okay? Mit mir drauf. Ja! Oh fuck. Holy shit. Okay, ich hab's überlebt. Ich bin glücklich. Tatsächlich. Relativ glücklich. So. Mal wieder ein etwas größeres Gebiet. Mal sehen, was wir tun müssen. Erstmal wieder runter von dir. So, wo wollen wir hin? Das hat auf jeden Fall irgendwas mit dieser Plattform da zu tun, sonst würde es die nicht geben, oder? Mit der Treppe da und so, oder doch? Okay, ich komme da gar nicht hoch, gerade so auf die Schnelle. Ich gucke erstmal, wo es weitergeht. Und dann überlege ich, wie ich da hinkomme. Na? Gute Idee. Hier geht's auf jeden Fall rein. Okay. Und was genau soll ich jetzt hier? Wenn ich fragen darf... Nicht darunter fallen jedenfalls, weil dann bin ich wahrscheinlich tot. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich könnte dann tot sein. So, hier kann ich auf jeden Fall hochklettern. Auch ohne Trico. Ausnahmsweise mal wieder. Vielleicht komme ich auch irgendwo an, wo es spannend ist. Weiß ich nicht. Werde ich aber herausfinden. Okay, was passiert? Nichts. Die Kamera hat nur ein bisschen seltsame Sachen gemacht. Wie immer. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich glaube, ich will hier nicht hin, oder? Hier hin. Ja, mit einer Hand. Ich weiß nicht, wie stark du bist, aber stärker als ich es jemals sein werde. In meinem gesamten Leben. Oh, Mann. Ja, was soll ich jetzt hier, ist die Frage, ne? Ohne Trico anscheinend nicht viel. Ha. Trico, kannst du mir mal helfen mit irgendwas? Ich weiß auch nicht was, aber irgendwo mit kannst du mir bestimmt helfen, oder? Du könntest dich da oben auf die Säule setzen, damit ich mich an deinem Schwanz festhalten kann. Was hältst du davon? Ich rufe dich. Hörst du mich? Ich habe schon lange nichts mehr zu essen für ihn gefunden. Das macht mich irgendwie eher fertig. Ich glaube, der hasst mich bald, wenn ich ihn nicht mehr fütter. Hm. Naja. Kann man nichts machen. Ich glaube, der kommt aber auch echt gerade nicht vorbei, ne? Der hat keinen Bock auf mich. Oder doch? Nein. So ein Scheiß aber auch. Danke, ich helfe wieder raus. Irgendwie ist das alles nicht so richtig hier. Irgendwas ist hier falsch. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist hier falsch. Ha. Ich gehe mal wieder raus. Wie gesagt, hatte ich eigentlich sowieso schon vor. Ich muss doch irgendeine Lösung für dieses krasse Problem hier finden. So, was machst du da, Trico? Was guckst du dir an? Ja? Was? What the fuck? War das gerade noch so einer von ihm? Ich dachte, das ist der Last Guardian. Das ist der was, wer ist das dann? Der Second Last Guardian? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Okay, vielleicht ist er gar nicht der Guardian. Und ich weiß gar nicht, was der Guardian ist, der letzte. Oder es gibt noch mehrere von den letzten. Ich habe doch keine Ahnung. Trico, bist du bereit jetzt für mein Run-Abenteuer? Jetzt, wo du dir das angeguckt hast und ich es mir auch angeguckt habe und es weggerannt ist und so. Anscheinend. Okay, dann los geht's. Hilf mir bei meinem Drop-Run. Ich bin sowas von bereit. Ich bin so ready. Das glaubst du gar nicht. Wir klettern hier hoch. Grandios. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich bin stolz auf dich. Lass mich stolz auf dich sein. Ich gebe dir ein Recht dazu. Hä? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Ich red Dünnschiss wie immer. So, jetzt mach mal. Spring da hoch, ne? Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass das jetzt tust, wenn ich hier stehe? Komm. Ja, genau. Und jetzt gib mir deinen Schwanz. Ja. Irgendwie so. Jetzt möchte ich mich nur irgendwie daran festhalten können. Das wäre ganz gut. Irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu riskant. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Hat geklappt. Irgendwie. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie er sich so gut daran festhalten kann, aber hey, ich beschwere mich nicht. Ich komme hoch. Warte, bevor du weiterspringst, bitte. Wäre ganz nett. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Angst. Oder du musst gar nicht weiterspringen. Ich komme hier auch so weiter, ne? Ja. Okay. Ich kletter weiter auf deinen Kopf. Wenn du nichts dagegen hast und hör auf, dich so viel zu bewegen. Ich habe Angst. Alter, Junge, spring da nicht runter. Spring nicht in den Tod. Spring nicht in. Ich spring dahin, genau. Gut. Gut, 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 gut. Wie geht's dir? Du hast immer noch grüne Augen. Was heißt diese grünen Augen? Die machen mir Angst. Glaube ich. Vielleicht sind sie auch was Gutes. Aber das ist ein Fass zu essen. Oh, endlich wieder was essen. Das ist das erste Mal, dass ich ihm was zu essen geben kann in diesem Part, oder? Ich glaube schon. Komm. Hier. Das hast du dir mal langsam wieder verdient.
Ja, freust du dich, ne? Ich weiß doch. Da. Da, komm, kommst du dran, oder? Glaube ich. Hoffe ich. Kommst du dran? Nein, echt nicht. Verdammt. Was soll ich jetzt machen? Warum nicht? Warum kommst du doch nicht dran? Vielleicht kommst du hier dran. Jetzt komm, fall nicht runter. Willst du mich verarschen? Nein! Nein! Jetzt ist Trico noch wütender als vorher oder trauriger oder irgendwas. Er ist auf jeden Fall nicht glücklich, glaube ich. So ein Scheiß. Aber da ist noch mehr Essen. Essen ist super. Okay, wir nehmen das Essen. Das schöne kleine Fässchen hier. Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe gerade ganz kurz nicht hingeguckt, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Ja, ich glaube, dieser Part hat auch ein bisschen Überlänge. Ich bin inkompetent. Ach, was soll man machen? Dafür kommen die Parts ja nur alle 2 Tage. Dann können sie auch mal länger sein, glaube ich, ne? Zum Ausgleich. Da, siehst du das? Komm, iss es! Ich hab Vertrauen in dich! I believe in you! Bitte. Willst du das aus meiner Hand fressen? Oder weißt du was ich mache? Weißt du, was ich mache? Das ist der sicherste Weg, der mir gerade einfällt. Ich lass einfach da hinfallen. Jetzt kannst du da hin runterspringen. Was hältst du davon? Okay, mach das. Ist das dein Ernst? Okay, okay. Du willst auch nichts essen, Mann. Du magersüchtiges Stück Scheiße. Du bist nicht übergewichtig. Du fühlst dich nur so, weil du von der Gesellschaft so, ne, erzogen wurdest. Aber dein Gewicht ist nicht wichtig. Du darfst ruhig noch ein bisschen was essen. Ohne Witz. So, machen wir das mir runter. Und dann können wir nicht weitergehen. Mit diesen deprimierenden Fässerproblemen und so. Ach, meine Fresse. Okay. Kommst du hin? Schaffst du, ne? Auch ohne was gegessen zu haben, würde ich sagen. Gut. Ich bin stolz auf dich. Aber bevor wir hier dann im nächsten Part weitergehen, mache ich jetzt mal einen Schnitt. Und ja, dann sehen wir uns halt, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Last Guardian. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen lassen, Kommentar da. Ich hab euch lieb. Und ihr mich hoffentlich auch. Und Trico haben wir auch lieb. Schon streicheln ihn. Ja, genau. Ja, ja, okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.